Die Fachgrößen lassen sich über die Anzahl und das Verschieben der Böden und Wände konfigurieren. Verändere die Anzahl der Böden und Wände durch Tippen auf die Plus-Minus-Symbole. Dabei werden die Bretter stets von oben oder rechts hinzugefügt. Ist die Anzahl der Böden und Wände festgelegt, kann man sich dem Ausrichten der Bretter widmen. Wechsle hierzu in die Schritte Fachhöhe, tippe dann auf dieses Symbol, um den Schieberegler für die Positionierung des ausgewählten Bodens im Bearbeitungsbereich zu aktivieren. Ziehe am Schieberegler, um den Boden in seiner Höhe zu verschieben. Damit werden die umliegenden Fachhöhen angepasst. Beachte, dass das Außenmaß deines Designs die Fachhöhen und Breiten vorgibt. Diese lassen sich durch die Positionierung der Böden und Wände im Rahmen deines Außenmaßes lediglich individuell verteilen. Alternativ lassen sich die Böden durch Tippen und Ziehen an diesem Symbol direkt in der 3D-Ansicht verschieben. Liegen dir die genauen Maße für deine Fachhöhen vor, kannst du diese auch direkt in diese Felder eintragen. Wünschst du doch eine gleichmäßige Verteilung, kannst du deine Änderungen über den Button gleichmäßig verteilen wieder rückgängig machen. Klicke auf Fachbreite, um zum Verschieben der Wände zu wechseln.